Hallo und herzlich willkommen auf dem Flughafen. Flughafen Simulator 2014. Wir machen mal da weiter, wo wir als letztes aufgehört haben. Und das war. Warum regnet es hier eigentlich immer? Also zumindest immer das Geräusch von Regen. Tankwagen zum Parkplatz. Das ist richtig, aber wir mussten noch warten, bis das Ganze aufgetankt hat. Da kommt bald ein Flugzeug an. Das wollte ich wieder in ein manuelles Gate packen. Zum Beispiel Gate 6. Denn die hier sind ja bald fertig. Wir haben noch kein Geld, uns hier irgendwas aufzurüsten. Also lassen wir es auch noch. Wir brauchen 23.000 und dann nochmal wahrscheinlich 50.000. Um Gate 3 vollends automatisiert dazulassen. Warum macht da was ein Parkgeräusch? Ich habe doch gar nichts gemacht. Schade, dass man das hier nicht beschleunigen kann. Sonst könnte ich das nämlich danach gleich zum Gate packen. So, ja. Wir können ja noch ein bisschen mit dem Van, der hier gegen die Mauer geparkt ist, rumfahren. Van ist übertrieben. Nehmen wir doch hier und gucken mal, was da für eine Maschine angekommen ist. Ich glaube, wir hatten so eine schon mal. Ah, Moment. Ich kann ihn schon zuweisen. Und zwar Gate 6. So. Starten tut gerade nichts. Schöne Verkehrsmaschine hier. Lieber nicht zu doll gegenfahren, sonst bleibt die wieder klemmen. Also ich meine, die sind ja schön gemacht hier. Muss man ja sagen. Schön wäre es, wenn da jetzt so auch Figuren oder so drin zu sehen wären. Aber leider sind sie leer. Oder ausgefüllt, man weiß es nicht. So, Bus einladen dauert noch ein bisschen, auftanken dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn der endlich am Gate ist, dann haben wir wieder was zu tun. Was sind das denn hier? Ist das Double Parrot Airlines oder was? Achso, da steht's ja im Moment. Parrot Airways. Nicht Double Parrot. Achso, nee, warte mal, das ist eine andere Maschine. Was ist das hier für eine Airways gewesen? No-Name Airlines, scheinbar. No-Name Airlines, da hinten ist Dry Air. Und da steht auch nichts dran, glaube ich. Wir gucken nochmal. Nein, sieht nicht so aus. Ich sehe hier keine Beschriftung eines, einer Fluglinie. So, wir spielen jetzt Follow Me Car so lange. Und zwar, Follow Mo. So, eigentlich müsste der jetzt hier dann abfahren. So. Macht er das auch brav? Jawohl. Oh, nicht genau auf dem Strich. Ei. So, und dann müsste der hier lang. Macht er das? Wehe nicht. Wehe, der kürzt ab. Oh, die Sau. Direkt hier. Eigentlich hätte der hier lang gemusst und dann hier auf die. Das ist ja ein Schlawiner. Das ist ein Schlawiner. Mann. Naja, umso schneller, desto schneller können wir dann zumindest. Ja. Was tun. Kann man diese 5A eigentlich bedienen? Ich guck mal ganz kurz. Nee. Ich glaube, die sind wirklich nur zur Zierde. So, gleich ist es da. Dann, da müssen wir natürlich gucken. Haben wir noch irgendwas gerade? Ja, der Bus. Gleich geht's los. Und. Bäm. Instandhaltung zum Gate. Erstmal machen wir das hier. Das ist locker weg. Nicht. Na doch, jetzt geht's. Das hört sich hier nicht so verkeilt. Man kennt das ja. Sonst verkeilt sich das immer wie Hulle. So, gibt's hier einen Speed-Modus. Und wir gucken mal, ob das auch wirklich richtig ist. So, jawohl. Instandhaltung zum Gate. Oh, ist natürlich so weit.
Es ist jetzt fast das letzte Gate von hier aus. Wie viel Gate gibt's? Gates 8. Mhm. Naja. Es landet jetzt aber auch gerade nichts. Ich muss halt bis zum Tanken warten, bis zwei meiner Flugzeuge hier abheben können. Das gibt dann natürlich mal einen ordentlichen Schub Geld. Oh, wir dürften hier gar nicht langfahren. Wir müssten hier hinten langfahren. Das sieht aus wie ein Bundeswehr-LKW. Da. Bin ich damals auch gefahren. Oh, ein MAN 19403, glaube ich. Mhm. 403 PS, 19... Dingens. Oh, da landet was. Gleich das nächste Flugzeug. Ich bin begeistert. So, das machen wir, glaube ich... Oh, vorbeigefahren. Ja, ist gut jetzt. Zurück. Außenreinigung zum Gate. Wieso ist das jetzt automatisch? Nee. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Verstehe ich nicht. Was ist da für eine Maschine gelandet? Oh, genau so eine nochmal. Na gut. Da kann man was draus machen. Aber das würde ich sagen, geht dann an Gate 2 oder 3. Je nachdem, wie schnell ich hier noch Geld reinkriege. Wahrscheinlich eher an Gate 2, 1, irgendwas. Weil Gate 3 will ich nicht befüllen, bis wir hier fertig sind. Ah, das war knapp. Danach machen wir einen Gepäckwagen. Ja, 2 möchte ich, glaube ich, nee, 2 möchte ich nicht parallel manuell machen. Das ist immer so schwierig. Ach so, das ist ja nicht so weit hier. Der Kleine. Hört sich auch mal so süß an. Warum gibt es hier keine Innensicht? Voll doof. I want to have a Innensicht. Oh, Gate 5 müssen wir wieder was machen. Ich muss mal im Auge behalten, wann das Auftanken fertig ist. In 4 Minuten. Dann können wir derweil schon mal die Fluggastbrücke einfahren. Je schneller kann die dann nämlich... Gut, dass die schon fast eingefahren ist. Achso. Die ist ja durchs Rumbaggen da schon fast eingefahren gewesen. So, Gepäckwagen zum Terminal, Tankwagen zum Parkplatz. In Arbeit instand. Wieso ist da ein Ausrufezeichen vor? Das ist gar nicht automatisiert. Gepäck ausladen, auftanken. 3 Minuten. Hm. Nee, wir können es das noch nicht leisten. Und ich möchte den eigentlich erst zuweisen. Ich möchte nicht an Gate 3 haben. Ah, ist das doof. Ich packe den an Gate 7 und dann machen wir halt einen auf hart. Was ist das? Das ist Tankwagen zum Parkplatz. Wieso ist das jetzt rot? Nee, das will ich noch nicht machen. Erst in 2 Minuten. Und Bus einladen ist dann auch gleich fertig. Das ist automatisch. Außenreinigung braucht auch noch in Gate 6. Achso, die sind ja gerade hingefahren. Gepäck ausladen, alles klar. Das Problem ist nämlich, vielleicht schaffe ich es noch, das so hinzupacken, dass das hier... Nee, das reicht nie. Das reicht nie. Das kann ich nie parallel machen. Ach, nun mach schon hier. Auftanken. 2 Minuten. Was machen wir denn jetzt? Das ist echt schwierig. Ich will Gate 3 nicht beladen jetzt schon. Gate 3 soll... Ach, ich weiß auch nicht. Oder ich pack den an Gate 3. Nee. Der kommt an Gate 7. Was habe ich denn da jetzt eigentlich getriggert? Ach, den Bus. Oder nee, Tankwagen, sowas. Das könnte übrigens echt knapp werden. Auftanken in 5 Minuten da hinten hin. Na doch, das geht. Das könnte gehen. Könnte es. Pock. Ach nee, bupp. Fluggastbrücke einfahren in Gate 4. Machen wir, kein Problem. So. Bus einladen, ist gleich fertig und auftanken. Das heißt, wir... Frage. Was machen wir denn jetzt zuerst? Fahre ich den schon mal Richtung...
Da, weil dann kann ich ihn nämlich danach hier hinpacken und dann dahin packen. Schwer zu sagen. Hard to say, I'm sorry. Eine Minute, was haben wir noch? Gate 6. Wir müssen das mal nach Gate sortieren hier. Gate 4 Tankwagen zum Parkplatz, machen wir gleich. Bus einladen. Auftanken. Die Instandhaltung ist dann auch bald fertig in Gate 6. Oh Mann. Wieso sortiert er hier eigentlich nicht vernünftig nach Zeit? Ah, Bus zum Parkplatz. Dann fangen wir damit schon mal an. Aber sobald in 25 Sekunden der Tankwagen da ist, dann nehmen wir den. Weil, obwohl, nee, wir haben 8 Minuten Zeit. Scheiß drauf. Über 8 Minuten. Das sollte reichen, oder? Naja, wer weiß. Wer weiß, wenn man bedenkt, dass die hier fahren wie die letzten Säue, ne? Sieht man ja hier gerade wieder. Nee, das machen wir noch kurz zu Ende. Und dann den Tankwagen direkt da hinten hin. Aber der fährt etwas langsamer, ich weiß das. Flugzeug inaktiv. Hier ist alles schon mit B-Laden, die beiden heben bald ab. Okay. Also Tankwagen zum Parkplatz. Schaffen wir. Easy, 8 Minuten zweimal. Bis dahin haben wir, glaube ich, auch noch Zeit, das Gate für das neue Flugzeug zuzuweisen. Nein, haben wir nicht. Die Frage ist, ob... Oh, 46.000. Na, komm her. So, Tankwagen zum Parkplatz. Das heißt, die beiden sind nämlich fast fertig hier in Gate 4. Dann können die beiden nämlich raus. Und ich habe doch nur noch einen manuellen. Finde ich gut. Ach nee, Gate 6 habe ich ja noch. Ups. Ich habe Gate 6 vergessen. Was war das? Instandhaltung, auftanken. Achso, das ist das. Was hat denn jetzt hier... Verstehe ich nicht. Gate 2, na gut, das ist alles automatisiert da oben. Da müssen wir den nämlich hier für zwei Flugzeuge heranziehen. B-Laden. Das ist doch nichts mit Bus, ne? Nee. Achso, das ist hier alles in Arbeit. Das ist gut. Die tun so ihr Übriges. Okay, der ist schon am Anlegen, hätte ich beinahe gesagt. Nicht am Anlegen, sondern am Andocken. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. I don't know. Gut. Oh, ich dachte gerade so, wo ist mein ganzes Geld denn? Aber ich habe es ja gerade ausgegeben. Wir sind auch gleich, also beim nächsten Start sind wir dabei und haben Geld 3 komplett aufgerüstet, würde ich sagen. Yay. Ich habe gerade noch die Mistgabel zum Yay gemacht. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Aber, so, die beiden müssten dann jetzt fertig sein. Alles klar. Flugzeugschlepper zum Gate, Flugzeugschlepper zum Gate. Dann machen wir das doch. Oh. Das könnte knapp werden. Weil jetzt natürlich beide voll getriggert sind. Was macht denn hier jetzt so riesen Geräusche? Startet da einer oder was? Hä? What makes here so noises? Oh, ich sehe gerade. Beim Andocken an Gate 4 haben wir dann auch gleich die, oh, das wird gleich stressig in der nächsten Folge. Weil der ist gleich da. Oh Gott, das war keine gute Idee. Echt nicht. Manchmal denkt man sich im man weiß es ganz genau, dass das immer eine völlig bescheuerte Idee war, ne? Aber... Gate 4, Flugzeugschlepper. Ja doch, das könnte hinhauen. Oh, der muss ja nur zurückgedrückt werden.
Und dann, ja, klar, dicke. Das Problem ist, das Gate 7. Oh Gott. Oh Gott, das wird echt anstrengend gleich. Ich muss mich highly concentraten. Ich mach den noch rein, dann machen wir die Folge fertig. Und in der nächsten Folge gehen wir mit dem los, mit rückwärts drücken und, oh Gott, der muss ja dann... Oh Gott. Ich muss den ja eigentlich auch noch zum Parkplatz bringen, sonst kann der ja gar nicht starten. Scheiße. Habe ich schon Scheiße gesagt? Sagt man nicht, ich weiß, aber... Ich hab's getan. So. Dann fahre ich den doch gleich erstmal da hin und gucke, ob ich den noch rückwärts drücken kann. Was macht denn hier schon wieder so laute Geräusche? Okay. Ich speichere einmal und ich sage, wir sehen uns morgen wieder bei Flugzeugsimulator, Flughafensimulator 2014. Tschüss.